Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ostwind. Ich entschuldige mich bereits jetzt, sollten im Hintergrund irgendwelche Geräusche zu hören sein. Ich habe das Fenster offen, denn es ist warm. Ich nehme gerade am 1. September auf, das ist ein Sonntag. Und heute ist es nochmal richtig warm. So, wir haben eine Quest bei Herr Kahn. Es geht wahrscheinlich weiter mit dem Brandzeichen. Na also, das ist das richtige Buch. Warum suchst du nicht nach dem Symbol, Mika? Ich kann das Symbol einfach nicht finden. Du suchst ja auch nur in Deutschland. Was, wenn Ostwind aus einem anderen Land stammt? Glauben Sie wirklich? Okay, Österreich, nichts Schweiz, nichts Italien, Fehlanzeige, Spanien, da! Das ist es! Sehr gut. Und welches Gestüt ist es nun? Es ist die Silberdistel von Ora. Brandzeichen des gleichnamigen Gestüts aus Cadiz in Andalusien. Ostwind stammt also aus Andalusien? Und jetzt hat sich irgendwas aufgehängt gerade bei mir. Die Bedeutung des geheimnisvollen Brandzeichens ist also entschlüsselt. Es ist die Silberdistel von Ora, das Brandzeichen eines gleichnamigen Gestüts aus Andalusien. Ostwind stammt also ursprünglich aus Spanien. Mika schießen viele Fragen durch den Kopf. Hat Ostwind Familie in Spanien? Vermisst er seine Heimat? Und was kann Mika tun? Fest steht, dass sie versuchen wird, mehr über Ostwinds Herkunft herauszufinden. Aber das ist eine andere Geschichte, die an anderer Stelle erzählt wird. Für jetzt genießt Mika zusammen mit Ostwind die Freiheit des Reitens. Vielen Dank fürs Spielen. Und damit ist die Story von Ostwind durch. Das heißt, keine weiteren Kuhverfolgungsjagden mehr. Allerdings habe ich hier eine Map liegen. Mit den übrigen Schnitzereien, die uns noch fehlen. Wir müssen alle Herausforderungen abschließen und damit zum Schläfer werden. Und Ostwind muss noch auf das Maximum der Widerstandsfähigkeit gesteigert werden. Ich weiß tatsächlich nicht, wie wir das jetzt noch hinbekommen. Ohne Quests. Bin ich gerade ein bisschen überfragt. Uns fehlen noch einige Schnitzereien und das wird jetzt so die nächsten Tage unsere Aufgabe sein, die nächsten Folgen. Ich weiß nicht, wie schnell wir das hinbekommen. Ich habe, wie gesagt, eine Map, wo alle 120 Schnitzereien drauf sind. Die könnt ihr unter trophies.de einsehen. Und ja, die verfolge ich jetzt gerade mal. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo wir sind. Ich werde jetzt einfach alle quasi abreiten und hoffen, dass ich das hier irgendwie auf die Kette bekomme. Und ich werde mir einfach alle markieren, die wir schon haben. Und hier unten sind direkt zwei am Anfang und die haben wir beide schon. Ich habe hier so einen super putzigen kleinen Mini-Stift liegen, der aber fast gar nichts bringt, sehe ich gerade. Das ist ein bisschen krass. Okay. Also Leute, das... Nanu. Zurück zu Kaltenbach bitte. Einmal Ostwind dreht durch. Das wird jetzt so eine Sache... Also ich hoffe, wir... Entschuldigung, jetzt habe ich euch gehauen. Ich hoffe, wir bekommen das hin. Ich reite jetzt mit euch alle Punkte ab. Und das heißt, ihr solltet jetzt auf jeden Fall einschalten oder euch die nächsten Folgen angucken, wenn ihr alle haben möchtet. Oder ihr guckt halt, wie gesagt, euch selber die Map an bei trophies.de. Aber das wird jetzt für mich persönlich leichter sein, dass wir das so machen. Denn, ja, das ist ansonsten nämlich, bis wir die alle gefunden haben, das dauert ewig. Da bin ich ehrlich mit euch. So, dann hätten wir theoretisch hier hinten eine. Genau da. Die haben wir aber schon eingesammelt. Ich markiere mir das schon mal an der Stelle, dass wir die haben. Und, ups, ich lasse Ostwind automatisch weiterlaufen. Das ist nicht ganz so gut aufgegangen, der Plan. Oh, Ostwind, nicht so schnell hier. Jetzt wäre hier bei den blauen Ballen die nächste. Ist aber auch keine mehr. Das heißt, da kann ich mir auch eine Markierung setzen, dass wir die schon haben.
Jetzt reite ich mal noch ein Feld weiter, beziehungsweise müssen wir hier einmal drüber reiten. Weil theoretisch ist hier auch noch eine versteckt. Ich weiß es halt echt nicht mehr, welche ich schon eingesammelt habe und welche nicht. Da hinten glitzert zwar was, aber das ist keine Trophäe. Keine Schnitzerei. Da ist nämlich keine auf der Map. Also die hier unten haben wir auch schon mal. Jetzt müssen wir... Jetzt reite ich einmal hier unten an die Ecke. Ich meine aber, die hätten wir auch schon. Ich bin immer noch so ein bisschen am Schnüffeln, weil ich irgendwie, also ich weiß nicht warum, irgendwie bin ich seit gefühlt 4 Wochen erkältet. Also ich kann gar nicht so lange erkältet sein. Ich bin auch ansonsten nicht irgendwie schlapp oder sowas. Ich glaube einfach, ich habe gegen irgendwas eine Allergie. Ich weiß zwar nicht gegen was, aber gegen irgendwas werde ich wohl allergisch sein. Ich denke, die Trophäen, die mir fehlen, die werden irgendwo mitten auf den Waldwegen sein. Vielleicht reite ich jetzt auch einfach mal ein bisschen rum. Und ich suche erstmal. Und dann gucken wir danach, welche dann noch fehlen. Das wäre natürlich auch eine Option, dass wir das so machen. Also hier sollten auf jeden Fall 2 Trophäen sein. Einmal da, wo diese kleine Kurve beginnt. Und hier auch einmal. Die sind auf jeden Fall auch schon weg. Die kann ich mir auch schon mal gelb markieren. Da braucht man gar nicht mehr nachzugucken. Und jetzt reite ich hier einmal zu der Kreuzung. Hier ist aber auch keine mehr. Da kann ich mich sogar noch grob dran erinnern, dass wir die eingesammelt haben. Und hier mitten am Feld, da haben wir sogar noch eine. Ja, guck, wie gut, dass ich hier einmal lang geritten bin. Denn da hätte ich jetzt tatsächlich auch gedacht, dass ich die schon gehabt habe. Aber tatsächlich nicht. So, jetzt mache ich erstmal hier auf der linken Seite weiter. Ich durchkämme jetzt nicht von A nach B, von vorne nach hinten, weil dann sind wir die ganze Zeit am Kreuz und Quer reiten. Das bringt nichts. Da sind wir einfach ultra lang unterwegs, weil wir immer hin und her reiten. Also. Hier sollte jetzt eine sein. Zur orangenen Markierung, Ostwind, so schnell wir können. Brauchen wir nicht, haben wir schon gemacht. Jetzt muss ich einmal auf die Liste gucken. Bin ich hier? Ne, auf dem anderen Weg sollte eine sein. Und hier in der Kurve. Ja, hier ist aber die Koppel von Ostwind. Boah, ich muss jetzt hier einmal, ich muss mal auf die Map gucken. Das ist jetzt hier so ein bisschen schwierig. Also, hier sollte eine sein. Die haben wir aber offenbar schon eingesammelt. Dann sollte da eine sein. Die haben wir aber auch offenbar schon eingesammelt. Und dann müssten hier noch 2 sein. Da gucken wir jetzt mal, ob wir die finden. Ich hoffe jetzt nicht, dass die ganze Zeit jetzt die Zeit weiterläuft. Das wäre jetzt ein bisschen nervig. So, hier glitzern auf jeden Fall noch ein paar Sachen. Ob irgendwas davon eine Trophäe ist, wird sich zeigen. Das hier schon mal nicht. Das auch nicht. Das ist auch ein Farn. Und hier hinten das auch nicht. Gut. Also können wir die 3 Punkte auch schon mal abhaken. Gut. Auf der Strecke hier am See entlang sollten auch noch 2 sein. Die müssten wir aber eigentlich auch schon haben. Hier glitzert auf jeden Fall auch nichts mehr. So, und dann vor der Gabelung sollte auch noch eine sein, wenn ich das richtig sehe, vor der Gabelung. Das wäre jetzt schön, wenn ich die Map farbig ausgedruckt hätte, aber ich habe leider keinen Drucker, also musste ich das auf der Arbeit ausdrucken. Und auf der Arbeit haben wir keinen Farbdrucker. Das macht es ein bisschen komplizierter. Aber nein, das müsste man auch sehen, wenn hier irgendwas gewesen wäre. Also kann ich mir die auch schon mal alle markieren. Ich reite gerade mal noch ein bisschen den Weg weiter, denn hier ist auch wieder eine Gabelung. Da müsste auch noch eine sein, wenn wir sie nicht schon eingesammelt haben. Ich gehe aber stark davon aus, dass wir sie schon haben. Problem ist halt nur immer, man weiß nicht so genau oder ich weiß es nicht mehr genau, sind wir an den Punkten schon vorbeigeritten in der Folge
Oder aber sind wir da mal irgendwann vorbeigeritten im freien Ausritt? Wenn wir, also nicht in der Folge, in der Aufgabe. Wenn wir dann nämlich mal in der Aufgabe vorbeigeritten sind, dann kann es sein, dass ich meine, okay, da bin ich schon lang geritten, das müssen wir schon haben. Weil wenn es nur in der Quest war, dann kann ich da nichts eingesammelt haben. Weil in der Quest sind die Sachen ja nicht da. Die sind ja nur im freien Ausreitmodus da. So. Jetzt reiten wir hier nach links Richtung Flugplatz. Das ist die Strecke, ja. Und hier beim Flugplatz müssten theoretisch 4 Stück sein. Von denen ich aber auch glaube, dass wir sie schon eingesammelt haben. Wird sich gleich rausstellen. Das hier ist Jakobs Kreuzkraut. Hier schon mal nix. Hier oben, die haben wir auch eingesammelt. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Nee, siehst du? Tatsächlich nämlich nicht. Das ist dann auch wieder so ein Punkt, wo ich dachte, okay, da waren wir auf jeden Fall schon. Die müssen wir haben. Und gutes Beispiel, da waren wir auch schon, aber halt in der Quest. Und zack. Dann denkst du halt, oh, da bin ich schon gewesen, Die habe ich definitiv eingesammelt und dann ist da aber... Hast du da aber noch nichts eingesammelt? Die wiederum. Die haben wir schon eingesammelt. Hier ist keine mehr. Und dann haben wir hier oben an dem oberen Ende von diesem gelblichen Feld hier noch eine. Und die ist auch noch da, hier bei dem Traktor. So. Fehlen uns noch 18 Schnitzereien. Und Leute, es sind so unfassbar viele Flecken hier auf der Map. Und wir haben nur noch 18. Huch, wir sind am Rückwärts richten. Und wir haben nur noch so wenig Trophäen frei. Das ist der absolute Kracher. So, hier oben, da in dieser Biegung, da sollte auch noch eine sein. Da geht's als nächstes hin. Schauen wir mal. Gucken wir, ob wir die jetzt kommen. Ach nee, warte mal, hier sind wir schon. Hier geht kein Weg ab. Deswegen habe ich das... Oder ist das das? Ja. Die müssten wir aber auch schon haben, so wie es aussieht. Die müsste hier irgendwo gewesen sein. Hier müsste ja irgendwas glitzern und hier glitzert nichts mehr. Okay, ich lasse Ostwind schon mal den Weg lang traben, solange ich die schon mal markiere hier. Ich hätte mir echt einen anderen Stift aussuchen sollen. Ich glaube, ich mache das jetzt auch mit einem anderen. Ich male irgendwie mit Orange drüber oder sowas. Nicht mit so einem Textmarker. So, jetzt müssten hier und hier, da wo die zwei Bäumchen sind quasi, da müssten auch noch welche sein. Hier bin ich mir auch sehr, sehr sicher, dass wir die schon eingesammelt haben. Die haben wir auch schon, ja. Und die, die hier sein soll, die haben wir auch schon. Hubala. Jetzt schmeiße ich mir hier erstmal den Stift vor die Nase. Gut, also die haben wir auch schon. Wo ich jetzt mal noch eben gucken möchte, wenn ich jetzt hier reinreite und den Weg hier runter... Hier müsste auch noch irgendwo eine sein, wenn wir sie nicht schon haben. Genau, in dem unteren, hier auf dieser unteren Insel quasi, haben wir schon. Okay, dann lasse ich Ostwind schon mal wieder zurücktraben, solange ich hier markiere. Ich nehme hier jedes Mal, wenn ich einen Stift aufhebe, meinen ganzen Schreibtisch auseinander hier. So, jetzt geht es hier oben in die Kurve. Beziehungsweise können wir auch die Abkürzung hier nehmen. Wir müssen nicht einmal ganz oben rum. Denn genau wo das hier wieder auf den anderen Weg trifft, da ist auch eine Trophäe verzeichnet. Eine Schnitzerei, keine Trophäe. So, irgendwo hier oben im Wald. Haben wir die?
Warte mal. Nee, da wollte ich gar nicht rüber, Mika. Da wollte ich nicht rüber, Mika. Kann auch sein. Oder ist die, kommt man hier noch irgendwie, kommt man hier links rein? Nee. Also ich glaube, die haben wir schon. Ich glaube, die haben wir schon. Da mache ich mir aber vorsichtshalber, da mache ich mir mal keine Markierung hin, da mache ich mir mal ein Fragezeichen dran. Mache ich mir in Rot, weil da bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher. So, dann wissen wir nämlich, wenn uns am Ende noch irgendeine fehlt, dann gucken wir da nochmal vorbei. So, hier jetzt links hoch. Hier ist auch eine Trophäe. Warum sage ich mir Trophäe? Hier ist auch eine Schnitzerei irgendwo. Könnte auch hier rechts in dem Bereich sein. Warum kann ich hier jetzt nicht lang rein? Das ist doch schon wieder dämlich. Da so eine unsichtbare Wand reinzuhauen. Nee, also hier sehe ich nichts. Aber hier den Weg hier runter. Von hier oben durch den Wald. Hätte theoretisch auch noch eine sein können, ist aber keine. Ich glaube, dann können wir uns relativ sicher sein, dass wir die andere auch eingesammelt haben. Aber wie gesagt, ich bin da jetzt gerade so ein bisschen... Ich mache lieber mal ein Fragezeichen dran. So. Hier, wo die Feder gerade, wo ich mit der Feder hingezeigt habe. Wäre auch noch eine... Haben wir aber offenbar auch schon eingesammelt. Und am oberen Ende von dem Weg hier, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir die auch schon haben. Ich gucke trotzdem vorsichtshalber mal. So, ich hoffe jetzt, dass das für euch überhaupt interessant ist. Aber ihr hattet mir ja geschrieben, dass ihr einen 100% Run haben möchtet. Und entsprechend gehört das dann natürlich jetzt auch noch dazu. So. Hier haben wir nichts. Dann genau hier bei den Ruinen, in dem U, da sollte auch noch eine sein. Reiten wir da mal weiter. Ich würde gerne die Landkarte so einstellen, dass Norden immer oben ist. Aber ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Müsste ich mal schauen. So, wo sind wir jetzt? Wir sind genau hier. Hier sehe ich aber auch erstmal nichts. Außer Kühen. Von daher würde ich jetzt auch erstmal behaupten, dass die hier wahrscheinlich nicht mehr da ist. Ganz hier oben drin. Da am Ende, da bin ich mir auch sehr sicher, dass ich die mal eingesammelt habe. Außerhalb einer Folge, aber ja, da bin ich mir extrem sicher, dass wir die haben. Die markiere ich auf jeden Fall schon mal als gefunden. Und hier jetzt geradeaus einfach weiter. Ja, die haben wir auch gefunden. Die war nämlich genau hier in dem Steinkreis. Die stand hier genau in der Mitte, in der Pfütze drin. Die haben wir definitiv, da bin ich mir mehr als hundertprozentig sicher. So. Genau. Gut. Jetzt reite ich mal noch dahin. Ja. Oder mache ich das jetzt so? Nee, Leute, ich glaube, ich würde mich für heute verabschieden, denn ich sehe schon, die Folge ist sehr, sehr lang und die Ostwind-Folgen werden tatsächlich riesig. Das heißt, ich verabschiede mich für jetzt, für heute. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zuschauen. Ein Teil haben wir schon abgeritten. Einige fehlen uns aber auch noch. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis dahin. Tschüss!